Herr und Frau Meier leben schon seit vielen Jahren in ihrer Wohnung. Mit der Zeit sammelt sich so einiges an. Eines Tages reicht es. Klar Schiff machen, lautet die Devise. Das alte Sofa soll weg, die Schrankwand und noch vieles mehr. Doch wohin mit dem ganzen Kram? Vielleicht einfach ab aus dem Fenster? Oder raus auf die Straße? Besser nicht. Denn diese Gegenstände sind ein Fall für den Sperrmüll. Aber warum ist das so wichtig? Wer Sperrmüll einfach irgendwo abstellt, erhöht die Betriebskostenabrechnung aller Mieter. Außerdem stellen einfach irgendwo abgestellte Gegenstände eine enorme Brandlast dar. Für die Entsorgung von Sperrmüll ist in Hamburg die Stadtreinigung zuständig. Vereinbaren Sie einfach telefonisch oder online einen Termin. Die Mitarbeiter der Stadtreinigung befreien Sie dann von Ihren Altlasten. Auf den Sperrmüll gehören zum Beispiel Möbel, leere Kisten und Kartons, Kühlschränke, Elektrogeräte und große sperrige Teppiche, die nicht in die Restmülltonne passen. In diesem Sinne, bitte helfen Sie mit, nicht nur Ihre Wohnung, sondern auch Ihre Wohnanlage sauber zu halten.